So Leute, ich steige jetzt einfach nochmal hier ein, weil der Kampf schon im Prinzip gewonnen ist. Ich verbrauche jetzt auch mal guten Gewissens meine PP. Ja, ist mir egal. Der ist mir wirklich egal. Weil guck mal, der ist jetzt tot. So. Warte, der lebt noch. Okay, und mit der Ohrfeige muss ich übrigens nur immer nach links klicken. Ich habe den Stick mehrfach bewegt. Das war der Fehler. Okay, das tut weh. Ich muss hier weg. Ja, und jetzt hängt sich's nicht auf. Ich weiß nämlich jetzt, woran es gelegen hat. Leute, wisst ihr, an was es gelegen hat? Es gibt hier eine Option, in der steht, die Paper Mario-Spiele verwenden sie. Diese Option hat dafür gesorgt, dass das Spiel immer wieder abgestürzt ist. Und jetzt habe ich gerade eine Fliege erschlagen auf meinem Bildschirm. Nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. So. Geh halt auf den Keks. Ups. Das wollte ich doch nicht. Immerhin sind sie schon mal gescannt worden. Das ist ein bisschen doof. Ich würde mich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne erfrischen, aber dann kriege ich den ersten nicht tot. Nee, komm. Erst hauen wir den ersten tot. Erfrischen kann ich mich später. Ja, das reicht nämlich nicht für die 5. Oder waren das 5? Ich weiß es nicht. So, die sammeln jetzt nämlich wieder ihre Kraft und pumpen sich hier auf. Das ist nämlich jetzt perfekt für die Erfrischung. So, guck mal. Jetzt kann ich hier nämlich schön mich nicht nur aufladen. So habe ich nämlich übrigens auch den Kampf weitestgehend gemacht, weshalb ich noch so viel Leben übrig habe. Jetzt mache ich mich unsichtbar. Und jetzt können die Viecher angreifen, so viel sie wollen. Es bringt ihnen nichts. So, jetzt werden wir wieder sichtbar. Und die ganze Sache ist geklärt. Oder können die hier einfach eiskalt umnieten. Einziges Problem ist, dass Lady Wu nach dem Unsichtbarwerden halt immer eine Runde wirklich Cooldown hat, in der sie nichts machen kann. Na, wartet mal. Dann kann ich doch diese Runde für den Fokus nutzen, wenn ich eh nur einen Goomba töten kann. Ja, ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen strategischer, diesen Part hier zu machen. Halte ich für sinnvoll. So, der ist nämlich jetzt tot. Und der da sammelt Kraft, das kann uns aber jetzt wurscht sein. Weil den puste ich einfach gerade so weg. So, dann noch 3. Und 3 ist kein Leben. 3 ist sein Ende. Wir sind auch nicht Level abgekommen, ne? Das Herz hat uns keine Erfahrungspunkte gegeben. Weil ich hatte einmal, als es sich noch aufgehängt hat, das Vieh gescannt. Und ja, als ich es gescannt habe, kam raus, dass das Vieh schon abhaut, wenn es so 2, 3 Leben noch übrig hat. Dementsprechend, ja, man hat es nicht besiegt, sondern es flüchtet wirklich. Och nee, warum passiert mir das immer? Ach so, ist nur einer, okay. Mit einem kann ich noch leben. Ich hätte ja gerne Fokus angewendet, aber geht nicht. Ganz ehrlich, ich gebe mir jetzt keine große Mühe, das Vieh tot zu hauen. Das ist ja schon so gut wie erledigt. Aber immerhin, nach Tupperblubber sind wir Level up. Oder wenn wir noch 2 von den Wald- und Wiesen-Gumbas hauen. Okay, ich habe das Problem offenbar doch noch nicht gefunden. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind. Also, ich bin jetzt einfach an die Tür weiter. Ich bin jetzt an dem Goomba vorbeigelaufen. Da ist noch so eine Fliege. Mann, wie viele von den Viechern muss ich noch erschlagen? Ja, da rennt's weg, das Vieh. Ich denke mal, das liegt hauptsächlich daran, dass das noch ein Safe ist, in dem das eigentlich vorkam. Es ist Zeit für eine kleine Wiedervereinigung.
Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Das halte ich mal für ein Gerücht. So. Ich hau ihn jetzt einfach mal mit dem Hammer und ihr werdet sehen, es macht kein Clear, sondern wir richten tatsächlich 4 Schaden an. Was ein bisschen doof ist, ist, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel HP Tubba-Blubber wirklich hat. In seiner Gesamtheit. Habe ich geblockt? Es hat sich so ein bisschen so angehört und ich habe es auch versucht. So, jetzt mache ich aber mal Mitglied wechseln. Möchte mich jetzt mal wirklich wissen, wie es um seine Werte steht. Das ist Tubba-Blubber. Nunmehr mit seinem Herz wieder vereint. Dies ist sein wahres Selbst. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich. Seine Hip-Attacke verursacht 6 Schaden. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Ja, 10 HP. Au. Das ist mir jetzt so egal. Wir haben dem schon 8 HP zugefügt. Der ist tot. So. Au. Recke. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen weniger Sternpunkte gesammelt durch das Hängen, aber. So, an dieser Stelle möchte ich echt mal meine BP erhöhen. Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Zubba-Blubber. Das ist so lahm. Och nee, Leute. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Also ohne Speicherladen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ihn übrigens jetzt gewoncycelt, also. Ohne ein einziges Mal ihn angreifen zu lassen. Ja. So lahm. Ich gebe auf. Vergebt mir, ich lasse euch Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Auch die sind gar nicht tot. Also, die sind ja eh tot, aber die werden nicht verdaut. Die hat er echt bloß runtergeschluckt. Letztes Mal bestimmt Herbert. In Wirklichkeit bin ich nur ein sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Geschieht dir recht. Und alle, die du gefressen hast, alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, dass die den. Dass. Ich werde allen sagen, den armen Blubber. Tubba Blubber nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Tubba Blubber Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Und, natürlich habe ich auch viel gelernt. Ich glaube, wir sollten etwas. Ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Ja, natürlich. Abgemacht. Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Brutler, komm her. Hier, Mario. Er ist jetzt frei. Ja. Der Stern wird jetzt frei sein. Professor, komm heraus und sei ein Teil von uns. Das Geheimnis von Tubba Blubber wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit.
Jetzt, da Tupper Blubber nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspucken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, erscheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. So, jetzt haben wir ja auch gespeichert. Ab jetzt kann gar nichts mehr passieren. Also ich glaube nicht mal, dass es jetzt noch sich aufhängt oder abstürzt. Das war echt bloß, weil ich den Save geladen hatte, der halt noch die Upsave-Datei enthielt. Also Absturzdatei. Ich frage mich, wie es Mario geht. Glaubst du, er hat seinen Weg gefunden? Er hat einen Weg gefunden, diesen Tupperblubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was ist, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht doch mal raus und versuchen, ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tupperblubber zu besiegen, dann müssen wir Bowser und seinen Leuten mittlerweile... völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Ja, mach mal. So. Wie gesagt, ich denke mal, das ist das Ende der Abstürze. Ab jetzt können wir das Spiel in vollen Zügen genießen. Hoffe ich zumindest. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nochmal der Reihe nach, aber langsam. Eure Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen ist, Tupper Blubber wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbesiegbar ist. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Ja, blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tupper Blubber nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ah, ich verachte Mario. Eure Schmutzigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht sicher zu Shygeis Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja, Kami Cooper, finde heraus, was Mario hasst und... Die alten Kröten, warum ist die Prinzessin hier? Was ist nur mit den Wachen los? Nun, nein, wartet. Das ist eigentlich sehr passend. Meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein. Welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Einen Pilz. So, ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Das Item Donnerzorn. Gut. Und wie steht's damit? Was hast du davon am meisten? Kupatrouille, Pokey. Pokies würden wirklich gefährlich sein. Kupatrouille, weiß ich, das sind, glaube ich, die Typen, die Wachen, die da draußen stehen. Also nehme ich die Super Soda, das ist, glaube ich, ein Item. Oh, ausgezeichnet, perfekt. Danke, Prinzessin. Stell sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du alles gemerkt, Kami Cooper? Mach dich sofort auf den Weg. Natürlich, eure Knorrigkeit. Jetzt ist Mario dran. Oder nicht? Ich habe tatsächlich leichte Zweifel. Aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Cooper, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben.
Wachen! Achtung! Bringt Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurück! Jawohl, Madam! Nein, nicht schon wieder! Ja, natürlich haben wir mit dieser Entscheidung alles so beeinflusst, dass Bowser uns jetzt Sachen zusteckt, die für uns natürlich sehr, sehr vorteilhaft sind. Aber das weiß Bowser nicht. Hallo Mario. Hallo Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich dir auch helfen. Ha. Ja, wir kriegen jetzt nämlich noch eine Sternenkraft dazu. Marios Sternenkraft erhöht sich auf 3. Mario erhält die Sternenkraft Sternensturm. Der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Ja, der macht, glaube ich, 3 Schaden an alle Gegner. Also praktisch eine Feuerblume als Sternenkraft. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternenstabes. Wir sind nicht mal mehr sicher, ob er es überhaupt bemerkt. Aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss. Aber ich muss zum Sternenhafen zurück. Die anderen Sterne warten dort auf mich. Oder schon dort schon auf mich. Oh, und bitte, berate niemandem, dass ich mich im Nimmernimmerwald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Ja, und jetzt kehrt Professor zurück. Ich werde aber nochmal in die andere Richtung gehen. Denn nicht nur, dass hier alle Boos zurück sind, hier ist auch der Speicherpunkt. Und ich muss euch leider sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es ist das Ende der Abstürze. Und ihr lasst mir ein nettes Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Paper Mario. Bis dann, euer Wolf.